Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ja, was steht heute an? Heute steht an, na, einmal zu gucken, ob das hier vielleicht nochmal rüberkommt. Oh, wir sind hier bei 72.000. Wir sind gleich an der interessanten Marke. Die produzieren aktuell nicht, weil das Leichtöl nicht wirklich rausgeht und auch kein Schweröl mehr nachrutscht. Macht ihr hier noch? Ne, die arbeiten auch nicht mehr. Wo ist denn gerade voll? Leichtöl ist wieder voll. Und Flüssiggas ist auch ziemlich voll. Okay. Gut, dann ist hier das eine Wartegleis. Stimmt, das ist hier nicht angeschlossen. Das müssten wir noch ändern. Das erklärt auch, warum das grün und das blau ist. Das müssten wir dann noch einmal ändern. Jetzt ist es auch blau. Und hier müssten wir noch mal Signale setzen. Und dann lassen wir diesen Bereich hier auch erstmal soweit in Ruhe. Hoch, wo bin ich jetzt hier lang gelaufen? Signale haben wir hier. Ja, das ist dann nochmal ganz gut. Dass dann hier auch mehrere Züge hintereinander fahren können. Das Wartegleis brauchen wir aktuell ja auch nicht. Das ist eigentlich gerade ziemlich nutzlos, weil wir nur einen Zug pro haben, aber ja, mehr brauchen wir aktuell ja auch nicht. So, zack. Da können wir eigentlich hier auch nochmal einsetzen. Dann passt das hier auch schön. Dann zurück in die Basis. Und ja, heute steht an, wir wollen jetzt ja Richtung lilane Forschungspakete gehen. Und dazu brauchen wir die neuen Lichtbogenöfen. Die werden hergestellt aus Stahlträgern, erweiterten Schaltkreisen und Ziegelstein. Und ja, die brauchen wir hierfür. Und Produktivitätsmodul. Die beiden Sachen müssen wir automatisieren. Wir machen zuerst die Lichtbogenöfen, denn die brauchen wir ja dann sowieso auch, um unsere Produktion hier einmal umzubauen. Gut, Stahl, erweiterte Schaltkreise, Ziegelstein. Das klingt alles nach Sachen, die wir hier sowieso schon haben. Erweiterte Schaltkreise haben wir hier und ich finde, es sieht auch so aus, dass wir hier durchaus aktuell abgreifen können. Die Hälfte der Fabriken arbeitet im Moment überhaupt nicht. Kriegen wir hier. Überlegen, wo wir dann die Produktion aufbauen. Ich finde, hier ist sogar gar nicht so verkehrt. Oder sogar noch weiter oben. Vielleicht machen wir das sogar weiter oben. Hier so. Da wir dann die Ziegelsteine nicht so weit runterbringen müssen. Und wir können hier dann auch direkt die Pakete dann herstellen. Wird auch lustig, weil wir dann hier auch die Bänder nochmal doppeln müssen. Ja, aber ansonsten machen wir es hier, ne? Wir brauchen dazu Ziegelsteine. Hier haben wir die Motoren. Ziegelsteine haben wir hier. Da müssen wir dann auch mehr produzieren. Das ist aktuell viel zu wenig. Ja, das ist viel zu wenig. Da müssen wir erstmal hier die Ziegelsteinproduktion jetzt wirklich anheben. Dann sind das, glaube ich, die ersten, wo wir jetzt Lichtbogenöfen bauen werden. Das macht ja sonst keinen Sinn. Das kommt mal eben hier weg. Den klemmen wir auch ab. Und dann gucken wir mal. Ich baue mir mal 5. Hochöfen brauchen wir nicht mehr. Ja, okay. Ich hätte mir noch ein paar rote Feuer sammeln sollen. Dann kommt da schon mal Stein drauf. Das heißt aber auch, dieses hier kann komplett abgerissen werden.
Das machen wir jetzt nur noch mit Strom. Ich bin auch mal gespannt, ob die Stromproduktion dafür dann jetzt auch ausreicht. Ach, ich hätte erstmal nur einen machen sollen. Na gut, dann setzen wir hier drei hin. Ich bin mal gespannt, wie groß die jetzt sind. Also ich glaube, früher musste man tatsächlich dann auch alles komplett abreißen, weil die auch größer sind als die Öfen. Ich glaube, die waren 3x3. Die Öfen haben ja 2x2 Felder. Mach das mal eben weg. Ich mache mir hier eben zwei. Lichtbogenofen kommt dann hier auch in die Schnellleiste. Genau, und da sehen wir, die sind größer. Das heißt, wir müssen hier einmal ein bisschen umbauen. So. Dahin. Dahin. Wahnsinn, wir müssen sogar noch einen weiter hoch. Ein da raus. Zwei werden vermutlich auch erstmal nicht reichen. Ah ja, und verbinden sollten wir hier noch. So, jetzt brauchen wir halt keine Kohle mehr. Hier wird jetzt direkt produziert und das auch in einem schönen Tempo. Wir verbrauchen aber halt dafür ganz gut Strom. Und ich denke mal, zwei werden da nicht unbedingt reichen. Ach ja, der hat auch gar keine Ressourcen mehr. Das erklärt auch nochmal einiges. Machen wir nochmal... Ja, machen wir ruhig drei Stück. Dann können wir hier auch nochmal welche verteilen. Haben wir insgesamt 8 oder 7. Das ist auch erstmal okay. Ich frage mich, ob wir die auch noch irgendwann automatisieren müssen für ein Forschungspaket. 8 hätte ich schon ganz gerne. Die zwei hier noch hinsetzen. Ja, die Kiste, die nehme ich hier mal weg. Habe ich hier natürlich auch erstmal genug Ziegelsteine. Jetzt ist einer zu dicht dran. Perfekt. Dann Strom. Nee, das geht nicht. Der ist zu groß. Und da hinsetzen. Und... Genau, weil das wird ja hier von den Mauern gerade komplett weggefrühstückt. Wahnsinn. Die Mauern sind tatsächlich auch immer noch das, was hier fehlt. Also die Ziegelsteinproduktion ist echt noch zu wenig. Vor allem, wenn jetzt zwei Forschungspakete davon abhängen. Ja, die müssen wir größer aufziehen. Hilft nix. Dann hole ich mir noch mal rote. Stahl brauchen wir dann bestimmt auch noch mal. Gehen wir mal eben hier runter. So, hier einmal schön wegholen. 60 Stück. Dann machen wir hier noch mal 3. Das heißt, ich kann mir noch mal Stahl holen. Und jetzt fangen auch die Mauern hier an, sich zu stauen. Aber die Ziegelsteine noch nicht. Also ich würde schon gern die eine Fabrik da auf jeden Fall bedienen können. Ah, das liegt jetzt gerade auch an den Bergbaugeräten. Da fehlt Kupfer. Ja, wo kam ich gerade her? Richtig, vom Kupfer.
Kiste. Schön. Dann machen wir nochmal 5. Ja, und Stahl wollte ich mir ja noch holen. Und ja, das heißt, das müssen wir dann ja auch alles nochmal komplett abreißen. Dann werden wir so viel Kohle erstmal haben. Mein Inventar voll? Nee. Dann. Was geht der Stein eigentlich? Ach, der geht da oben bestimmt zu den. Der geht zu den Schienen tatsächlich. Genau. Ist okay. Setzen wir jetzt hier einmal so weit hoch, wie wir noch Maschinen jetzt haben. Dann mal sehen, ob das hier jetzt reicht mit der Steinproduktion, um die jetzt zu beschäftigen. Das reicht. Fängt auch hier an, sich zu staunen. Das heißt, wir können hier nochmal einen Ofen dazulegen. Vielleicht sogar zwei. Und. Achso. Wenn man einmal mit den Dingern anfängt, muss man es eigentlich auch durchziehen. Wahnsinn. Also vorher war der Ziegelstein, also Stein war eigentlich total egal, aber jetzt ist es schon eine wichtige Kiste. Und so viel Stein haben wir da auch gar nicht mehr. Aber wir haben ja hier oben zur Not noch Stein. Das könnten wir sogar hier das Schienennetz anschließen. Ich mach nochmal einen dran. Dann müsste es aber auch erstmal reichen. Wir werden natürlich dann gleich den Stein da einmal abklemmen. Und wir brauchen nochmal Greifarme. Ja, dann werden wir die Ziegelsteine da einmal abklemmen. Das wird dann passen. Ich muss mir dringend noch mehr mobile Akkus irgendwie holen. Das nervt gerade so ein bisschen. Was wollte ich jetzt? Genau, Greifarme wollte ich mir noch holen. Die habe ich nämlich nicht mehr. Und zwar haben wir so gar keine Greifarme mehr. So können wir uns ja einmal die gelben gönnen. Und die blauen auch. Habe ich ja mal wieder ein bisschen Eisen verbraucht. Muss das. Förderbänder sind noch genug da. Strommasten. Das könnten wir nochmal holen. Die mittleren. Dann wird da auch nochmal ein bisschen verbraucht. Ja. Reicht gerade so mit dem Stein. Dann setze ich da oben einfach nochmal die welche hin. Und achso, ich habe ja auch noch Stein dabei, den ich gerade nicht brauche. Den kann ich hier natürlich auch mal wieder loswerden. Und da können wir. Nein, nicht der befeuerte Erzförderer. Bist du des Wahnsinns? Elektrisch. Da nochmal zwei. Dass wir den Stein hier oben auch nochmal wegkriegen. Auch nochmal 10.000. Und der hier hat 5.800 zur Verfügung. Gut. Dann können die jetzt auch noch weiters abarbeiten. Ziegelsteine stauen sich jetzt hier tatsächlich perfekt. Dann können wir also jetzt hier die Ziegelsteine uns holen. Die Frage ist jetzt, wo bauen wir die Produktion hin?
hier ist eigentlich ganz gut, wie gesagt. So, dann kommt die dahin. So, Ziegelsteine haben wir. Dann brauchen wir die roten Schaltkreise. Ich hole mir die mal hier weg. Geht da sogar lang an der Klippe, okay. Nehme ich. Dann gehen wir hier ran. Obwohl, hätte ich auch sparen können, wenn ich ja eh hochgehe. Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, sie damit dran zu haben. Dann haben wir das. So, Ziegelsteine. Wir haben die roten Schaltkreise. Und was war das letzte, was wir brauchten? Stahl. Den können wir uns auch irgendwo wegholen. Den können wir dann eigentlich auch direkt von da oben nehmen. Oder wir führen ihn ja sowieso auch einmal durch die Basis durch. Ja, auch hier unten hin. Hier hinten. Wir könnten ihn uns also einfach hier greifen und dann da hochführen. Ich glaube, das ist mit das Sinnvollste. Was wir hier beim Stahl auch mal machen könnten, wenn er gerade eh nicht gearbeitet wird, dass die Bänder hier auch mal voll gefüllt sind. Weiß ich gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, dann lass uns hier das doch einfach mal voll füllen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Puffer. Und dann könnte ich auch mal ein bisschen weiterarbeiten. Ach, mittlerweile haben wir sogar so viel Mauern, dass wir die auch gar nicht mehr aufbrauchen. Sehr schön. Achso, Stahl. Ja, wo wollte ich mir den jetzt holen? Hier, glaube ich. Ja, dann holen wir uns den Stahl hier weg. Einmal reicht. Und dann setzen wir den aber auch direkt so. Dann sparen wir uns hier nochmal Förderbänder. Hier müssen wir runter. Oder? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir gar nicht. Ein bisschen, dass wir hier an der Kiste vorbeikommen. Okay, müssen wir sogar wieder einen hoch. Also Stahl haben wir erstmal genug im Inventar. Dahin. Genau, dann kommen wir nämlich hier raus. Dann führen wir den Stahl hier entlang. Dann können wir eigentlich... Da treffen wir ja auf die roten Schaltkreise. Das ist ja eigentlich auch perfekt. Die Frage, eigentlich könnte man sie dann ja auch direkt hier schon zusammenführen. Das machen wir mal... hier... Doch nicht so schön symmetrisch.
Ja, dann haben wir die Materialien, die wir brauchen. Führen das hier noch ein kleines bisschen weiter. Wir setzen die Produktion mal hier unten hin. Und gleich mal 3 Maschinen. Passt ja auch ganz gut hier mit den Routen. Und dann geben wir das Ganze hier wieder aus. Und dann kommt hier auch erstmal eine Kiste hin. Holz reicht. Ein Stack für uns mit den Teilen. Dann fehlt noch einmal Strom. Kriegen wir den her? Den kriegen wir von da unten her. Ach ja, und dann sollte ich dir noch sagen, was sie herstellen sollen. Die sollen nämlich herstellen Lichtbogenöfen. Und dann wird das jetzt hier produziert. Easy peasy. Kann gut sein, dass wir die roten Schaltkreise da die Produktion dann nochmal erhöhen müssen. Das will ich nicht ausschließen. Perfekt, aber dann sind wir schon mal da ganz gut dafür gerüstet, wenn es dann losgeht. Ja, da wird einiges weggefrühstückt, einen roten. Uiuiuiui. Richtig hoher Verbrauch. Können wir hier gleich nochmal eine Produktion aufbauen. Oh, das reicht ja gar nicht. Das reicht ja überhaupt nicht. Na gut. Hatte ich schon befürchtet. Eisenplatten oder Zahnräder eher, oder? Ja, Zahnräder fehlen. Dann hole ich mir nochmal eben grüne Schaltkreise. Habe ich dafür eigentlich eine Kiste? Und die Grünen werden hier hergestellt. Ja, da müssen wir natürlich dann auch nochmal eine neue Fabrik hinbauen. Das ist sogar noch eine Fabrik 1, aber die reichen hier auch dicke. Die sind so schnell. Und hier brauchen wir eigentlich auch nur 2 Fabriken. Gut, der hat auch keine Ressourcen mehr hier. Der hat auch keine Ressourcen mehr. Ja, Kupfer wird lustig. So, Kernenergie gehen wir hier gleich mal nicht voll drauf. Stimmt, geht ja gar nicht. Ja, dann machen wir jetzt erstmal von links nach rechts erstmal weiter. Wir sind jetzt hier sowieso erstmal noch beschäftigt. Das alles so weit aufzubauen, dass das läuft. Ach ja, ich wollte mir grüne Schaltkreise holen. Hätte ich da nicht irgendwo eine Kiste? Stellen wir auch welche her. Das war für die Solarzellen. Hier hinten hatten wir, glaube ich, da genau. Da haben wir nochmal eine Produktion. Immer für die Forschung. Nehme ich mir einfach mal hier ein paar runter. Da hinten war meine Kiste. Alles klar, dann hole ich mir sie da. Ach ja. Und Zahnräder. Also die Rohre hier kann ich mir auch nochmal holen. Davon habe ich auch nicht mehr so viele. Brauche ich zwar auch erstmal nicht, aber wenn man schon mal da ist, kann man sie auch nochmal mitnehmen. Apropos Rohre, mich würde das jetzt hier nochmal interessieren. Nee. Und immer noch 72.000. Ja, und dann wird hier sofort verbrannt und dann wird es wieder weniger. Also ich weiß gar nicht, ob dieser Fall überhaupt mal eintritt, dass wir hier alle voll haben.
Vielleicht passiert das auch gar nicht. Dann wird irgendwann der Fall eintreten, dass hier alles voll ist. Oh Mann. Müssen wir den anderen Zug vielleicht auch noch hier betanken. Dass wenigstens mal so ein bisschen was verbraucht wird. Dann brauchen wir da oben auch die Kohle nicht dafür abbauen. Wäre noch mal eine Idee. Aber eins nach dem anderen. Wir sind ja schon wieder bei 26 Minuten. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann darum, die Produktion der roten Schaltkreise zu erhöhen. Bis dahin.